Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht's natürlich um die Intergalactic Aerospace Expo, also das Anniversary Event 2021. Nun ist es ja vorbei, wobei ich glaube der letzte Tag vom Finale läuft sogar noch, zum Aufnahmezeitpunkt jedenfalls. Und ich will heute mal so ein bisschen ja ein Feedback geben zu diesem ganzen Event, also einen Rundumschlag sozusagen zu allem, was wir erlebt haben, was CRG geboten hat und auch was sie nicht geboten haben und das ein bisschen versuchen einzuordnen. Mich würde sehr interessieren, wie eure Sicht ist. Schreibt es also gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Event erlebt habt, wie es euch gefallen hat und was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Ich will mal so anfangen. Oder anders. Ich teile das so ein bisschen in drei Parts gewissermaßen. Der erste Part ist das Thema Messe. Das zweite ist das Thema Website. Und das dritte ist dann nochmal so ein Rundumschlag quasi zu allem. Ich fange also mit der Messe an. Die war ja wieder in New Babbage, also genauso wie im letzten Jahr und sie sah auch, naja, im Großen und Ganzen genauso aus wie letztes Jahr. Da war jetzt keine relevante Überraschung. Es waren diese neuen Panels aufgestellt mit Sprachkram drin. Ja, kann man machen, Videos sind halt immer besser, aber es liefen ja auch diese Trailer in die Messehallen und es war nett dekoriert und ja, alles blau, 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 ne? Die Schiffe standen mehr oder weniger an denselben Stellen wie letztes Jahr auch. Es ist halt eine Messe, ne? Es ist halt eine Messe. Leider, und das fand ich wirklich schade, haben sie denselben Fehler wiederholt, den sie seit 4 Jahren bei den Messen wiederholen. Nämlich, dass man die Schiffe anklicken und ausleihen kann. Anstatt einfach vor jedes Schiff so ein kleines Ding zu stellen, wo man draufklickt zum Renten des Schiffes. Das ist halt unangenehm, weil dann du suchst immer die Eingänge und so, die Türchen von den Schiffen, willst mal rein und leistest oder kommst immer in dieses Leihmenü rein. Das ist sehr, sehr, sehr nervig. Das habe ich schon, ich kritisiere das seit 4 Jahren, es ändert sich nichts. Das ist wirklich, wirklich schade. Da soll es hier dringend einmal überdenken, ob sie das nicht ein bisschen hübscher lösen, eben mit solchen kleinen Panels und so weiter. Das wäre, glaube ich, eine ganz einfache Lösung. Oder sie stellen, wenn es so aufwendig ist, sie können ja auch einfach ein Rental-Display hinstellen. Eins, ganz am Anfang und dann kannst du direkt leihen und musst gar nicht die ganzen Schiffe einzeln anklicken. Wäre hier auch noch mal eine Variante. Aber das ist eine Kleinigkeit, aber eine nervige Kleinigkeit. Ja, ansonsten die Messe, muss man sagen, fand ich insgesamt gut. Die Schiffe sahen gut aus, waren gut positioniert, hatten eine gute Belichtung, kann man eigentlich nicht meckern. Wobei, sie waren innen drin halt immer dunkel. Das war ein bisschen schade. Schiffe sollten nicht von innen dunkel sein, also gerade die großen Schiffe, da muss man erstmal irgendwie durch, ist Licht anmachen, ist so eine Sache, das kann man auch hübscher lösen, aber das ist alles ein bisschen meckern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Im Großen und Ganzen hat mir die Messe gut gefallen, jedenfalls das, was da war. Und das kommt, finde ich, zum negativen Punkt an der Sache, nämlich dem, was nicht da war, und das war leider eine ganze Menge. Es war beispielsweise meiner Ansicht nach schon zu erwarten, dass sie sich mal was Neues einfallen lassen. Und ich glaube, da werden die meisten von euch auch zustimmen, es ist halt immer nur diese Messe. Warum lässt man nicht, was weiß ich, die Schiffe draußen rumfliegen? Wieso macht man nicht eine, sag mal so, die Königsklasse wäre ja, wenn eine Flotte des jeweiligen Herstellers einfach im Weltraum herumfliegt und das cool inszeniert ist, so ein bisschen wie die Invictus-Flotte. Ne, dass man da zum Beispiel bei Misk, da fliegen da die Freelancer durch die Gegend und ja, irgendwelche anderen Schiffe noch, die ja irgendwie dazu passen, dass es so ein bisschen lebendiger ist, weil es wirkt halt immer so super steril, alles auf die Messe konzentriert und naja, und ich sag mal, sind wir mal ehrlich, die Performance, das geht schon, also man kann schon Raumschiffe fliegen lassen, das muss ja kein Bengal Carrier sein, wobei das cool gewesen wäre am RSI-Tag, generell so ein paar Specials auch reinzubringen. Beispiel, sie haben im Vorfeld ja uns gesagt, dass die Hull C fertig ist. Die sagt CRG, die ist fertig, aber sie wollen es noch nicht rausbringen, weil die Frachtmechanik noch nicht funktioniert. Okay, kann man hinnehmen. Da wäre aber meine Frage, wieso steht denn dann die Hull C nicht bitte auf der Messe? Wo war die Hull C, wenn die fertig ist? Habe ich nicht verstanden, hätten sie ja hier reinstellen können und nicht von mir aus sogar nicht begehbar. Und wenn sie ganz cool gewesen wären, hätten sie die Hull C rumfliegen lassen und zwar mit Fracht, hätten sie es ein bisschen hingefaked, dass es einfach nur cool aussieht wenigstens. Das hat alles gefehlt, also solche coolen, am besten zum Hersteller passenden Specials, die haben echt gefehlt.
Es ist halt für die eingesessenen Star Citizen-Freunde immer dasselbe auf der Messe. Es ist halt nichts Spannendes, es ist nichts Neues. Man geht halt hin, ja, schön, die Schiffe, Und dann komme sogar ich, als jemand, der natürlich immer im Auge hat, auch neuen Leuten das zu zeigen, in diesen Trott teilweise rein. Ich sage, so, und hier ist das Schiff und da ist das Schiff. Man muss sich schon richtig zusammenreißen, nicht einfach über die Sachen drüber hinweg zu gehen. Ne? Weil man es schon 4-mal insgesamt schon gemacht hat auf den Messen. Naja. Da sollte sich, das ist meine Meinung, CG auf jeden Fall unbedingt was Neues einfallen lassen. Die Messen sind insgesamt wieder total super, aber man braucht Specials, man braucht Sachen, die auch die eingefleischten Fans ein bisschen, hinterm Ofen vorlockt, so ein bisschen. So. Ansonsten, vielleicht nochmal so ein bisschen was zum Thema allgemeine Performance. Die war okay, es gab fast keine 30.000er. Die FPS waren wie immer schlecht. Ja, naja, das ist halt, es ist halt extrem unperformant alles, muss man sagen. Auch ringsum, also nicht nur die Messe selbst, sondern was man extrem gemerkt hat, ist die Server-Performance während des gesamten Events auch überall sonst im Verse. Ist ja kaum noch möglich gewesen, irgendwas zu machen im Spiel. Du konntest keine Quests richtig abschließen, die Kopfgeldjagdtypen, die ja kommen nicht oder schließen nicht ab und dann buggt hier was und dann buggt dort was. Die KI ist am Verzweifeln, weil das Server zu lahm ist. Die crasht irgendwo rein und hier und da. Es ist ein Graus gewesen. Gameplay-technisch war Star Citizen während der Messe jedenfalls kaum spielbar, muss ich sagen. Ich habe ja zwischendurch immer mal ein bisschen was auch gemacht. Aber ehrlich, mehr wie Sightseeing ging da nicht wirklich. Wir haben immer so ein bisschen Kopfgeldjagd probiert zwischendurch, mal die Redeemer testen und Co. Naja, das ist alles andere als hübsch. Klar, es geht schon, man muss halt extrem viel Geduld haben und so. Ich habe in dem Zeitraum viermal an 4 verschiedenen Tagen versucht, diese Bunkermission zu machen, wo man diese 10 NPCs töten muss. Und es war nicht ein einziges Mal der Fall, die Quest abzuschließen, weil einfach noch einer nicht spawnt oder 2 nicht spawnen, die sind einfach nicht da. Die kommen halt auch nicht und dann stehst du da und denkst du so, ja, na gut, dann loote ich jetzt hier und dann locke ich wieder aus. Das ist halt echt schade. Aber das sind natürlich serverseitige Geschichten, die mit Server-Mashing hoffentlich dann mal der Vergangenheit angehören, aber das hat man halt echt krass gemerkt. Es hätte hier nicht geschadet, wenn CRG einfach Server zugekauft hätte in dem Zeitraum. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Ich habe es jedenfalls nicht bemerkt. Sagen wir es mal so. Wenn sie Server zugekauft hätten, da hätten sie noch mehr kaufen müssen. Wesentlich mehr. Also die Leistung war dann doch unterdurchschnittlich auf der Serverseite. Wobei, wie gesagt, 30.000er oder ähnliches. Ich glaube, wir hatten einen einzigen oder 2, wenn überhaupt. Und es war viel Online-Zeit. Also das ist völlig okay gewesen auf der Seite. Auch der 30k Recovery hat funktioniert und auch der Crash to Desktop hat funktioniert. Alles kein Thema, aber naja, ihr wisst halt, wie es ist, ne? Ihr wisst es, es ist halt die alte Leier von der Serverkapazität oder Serverleistung. Vielleicht hätte es auch nicht geschadet, die Anzahl der Spieler wieder mal zu reduzieren. Von 50 runter auf 40 zum Beispiel wirkt manchmal wahre Wunder. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss CRG halt immer wissen, aber da sollten sie auch beim nächsten Mal, gut, dann haben wir wahrscheinlich ein Server-Mashing, aber naja, da einfach mehr Leistung reinpushen ins Spiel, wenn auch mehr Spieler da sind. Weil das Free-Fly-Event lockt natürlich tausende Leute an, die dann sich einen Account erstellen, reingucken und ein bisschen zocken wollen. Und das gibt halt auch einfach kein gutes Bild ab, wenn da nichts funktioniert. Ich habe auch diese blöden, wie heißen die? Ihr wisst schon, diese Kuriermission da gemacht. Kannst du auch vergessen. Ja, in 2 von 3 Fällen fehlt das Paket oder es stackt sich irgendwo fest, du kriegst es nicht mehr in die Hand und so. Also das ist wirklich ein Graus teilweise. Aber so viel mal vielleicht zu dem ganzen Thema Messe und ein bisschen Ingame-Performance. Also das war eher so, es war okay. Ja, es war nicht geil, es war aber auch nicht mega scheiße, es war okay. So, aber was ich auch noch zum Thema Ingame sagen will, ist, es gab 2020, wenn ihr euch noch erinnert, dieses schöne Video mit der Nomad, wo da so eine Bühne war mit dem Vorhang. Und da habe ich damals schon gesagt, letztes Jahr, wäre das nicht cool, wenn sie das einfach mal im Spiel machen würden? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwierig, ne, einen nicht begehbaren Vorhang zu machen und so eine Bühne einzubauen. Und dann geht quasi 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr, da ist ein Timer oben dran und dann wusch, geht der Vorhang auf und da ist das neue Schiff oder so. Solche Sachen, so ein bisschen das Ganze auch ein bisschen spielerischer zu machen, weil es ist zwar auch cool, wenn du auf die Messe kommst und dort plötzlich die Redeemer steht, als Beispiel jetzt mal, und du da rein kannst und so weiter, aber es wäre noch viel, viel cooler, wenn sie zum Beispiel die Raft, die hat ja bei dem Playtest gefehlt, da wusste man schon, okay, da kommt etwas.
noch cooler wäre halt gewesen, wenn sie das quasi ja auf eine Bühne gepackt hätten mit einem Vorhang und das ein bisschen inszenieren. Sie sind ja Marketing-Profis, aber halt nicht im Spiel. Sie müssen sowas mal im Spiel machen. Das würde dem Ganzen auch mal so ein bisschen eine Aufwertung geben, meiner Ansicht nach jedenfalls. Aber genug von der Messe, gehen wir mal zum Thema Website. Und da war ja auch wieder einiges los. Gut, im Großen und Ganzen auch nicht viel mehr als sonst bei diesen Anniversary-Events. Es ist ja eine Verkaufsveranstaltung, also es geht darum, Schiffe zu verkaufen seitens CRG. Das wissen auch, glaube ich, die allermeisten. Und ja, da waren halt wieder alle Schiffe verfügbar. Sie haben im Großen und Ganzen das genauso gemacht wie sonst auch. Ne? Da waren jetzt auch keine großen Überraschungen. Einige Schiffe sind teurer geworden, weil sie Flight-Ready geworden sind oder weil sie sich dem Flight-Ready-Zustand genähert haben. Stichwort Hull-Serie, teilweise um bis zu 100 Euro im Preis gestiegen. Aber ansonsten gab es da keine besonderen Überraschungen. Die Warbond-Upgrades gab es natürlich wieder und wir konnten wieder Warbond-Ketten bauen. Und ja, es wäre halt nice, wenn man einfach wüsste, dass das Zeug auch wirklich im Finale nochmal wiederkommt. Das wusste man ja nicht, man hat es nur vermutet. Denn die Sache ist, man kann halt echt verdammt nochmal viel Geld sparen mit diesen Warbond-Ketten. Das weiß natürlich auch CRG, die sind ja auch nicht blöd. Ich hab's ja immer berichtet. Ich habe euch ja auch diese Tabelle gebastelt und den ganzen Kram erklärt. Man muss es vielleicht noch so ein bisschen zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite, sie brauchen frisches Geld und wollen natürlich nicht nur mit Store-Credits umworfen werden. Verstehe ich. Auf der anderen Seite sind diese Warbond-Upgrades aber auch ein Problem, weil es einen Haufen Leute super verwirrt. Leute sich dann am Ende vielleicht ärgern, weil sie für ein Schiff viel zu viel Geld bezahlt haben. Obwohl sie ja eigentlich nur das Spiel supporten wollen, aber es fühlt sich halt schlecht an. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich das Spiel supporten will und nach 3 Tagen oder so kriege ich dann mitgeteilt, hey, das Schiff, was du gekauft hast, gäbe es jetzt zum halben Preis. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich schlecht an einfach. Sie sollten das vielleicht nochmal mit diesen Warbond-Upgrades, auch wenn ich das irgendwie ganz cool finde, dass man so ein bisschen so ein Spiel daraus macht, sie sollten das nicht übertreiben und sie sollten das auch wirklich mit Vorsicht genießen. Ich finde, das, was sie dieses Jahr gemacht haben, war hart an der Grenze. Ich habe ja immer objektiv und ohne das irgendwie groß einzuordnen darüber berichtet, aber meine ehrliche Meinung ist, es ist natürlich cool, dass man teilweise die Hälfte des Geldes spart, aber das sollte transparenter sein. Das sollte nicht so sein, dass man da, also es sollte eigentlich gar nicht meine Aufgabe sein, euch zu sagen, wie ihr hier irgendwelche Ketten baut. Ne? Im besten Falle gibt es einfach einen Rabatt auf die Schiffe, weil die halt während der Messe im Angebot sind. Und dann stackt das auch nicht, sondern dann gibt es halt 20% und Warbond-Upgrades gar nicht mehr. Irgendwie so. Ich habe da auch keine gute Idee. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll und auch richtig, dass sie sagen, wir machen Warbond-Varianten quasi in irgendeiner Form. Muss ja kein Upgrade sein. Und wir erlauben, dass Leute sich die Schiffe günstiger kaufen während der Messe. Das finde ich gut. Das können auch gerne 20-30% sein. Habe ich persönlich keinen Stress damit. Denn man muss halt mal aufpassen, dass man das Zeug nicht entwertet. Ne? Aber mit diesen Ketten weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Es verwirrt halt wirklich sau viele Leute und ich habe es auch gemerkt, wo ich darüber berichtet habe, dass halt ganz viele Leute halt sagen, oh, ups, ich habe das Schiff jetzt schon am Anfang gekauft und jetzt ärgere ich mich voll, dass ich jetzt, naja, irgendwie gefühlt betrogen wurde, so gefühlt, ne? Weil jetzt kriege ich es am Ende beim Finale zum halben Preis, theoretisch. Das ist halt so eine Sache. Es wäre vielleicht wirklich hübscher, dann nicht die Community so ein bisschen hinters Licht zu führen, sage ich mal. Weil es fühlt sich teilweise für einige jedenfalls so an. Für mich nicht. Ich kann das rechnen im Kopf teilweise. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber es hat so ein bisschen immer das Problem, dass man halt nicht die Leute richtig mitnimmt. CRG macht das mit den Warbond-Upgrades so, wie sie das machen. Und dann berichte ich darüber und dann passt das schon. Aber es ist halt nicht so besonders geil, wenn man ehrlich ist, von der Art und Weise, wie das gemacht wird. Die Idee, Rabatte auf Schiffe zu geben, finde ich, wie gesagt, grundsätzlich aber richtig. Und auch auf die Game-Packages, da hat es ja geklappt. Da gab es ja zum Beispiel auf das Nomad-Package 20%. Wunderbare Sache, zack, gekauft. Sie sollten aber in Zukunft da nochmal eine andere Ordnung reinbringen, meiner Ansicht nach. Und sie sollten auch vielleicht nochmal drüber nachdenken, nicht nur Mustang Alpha und Nomad Package im Rabatt anzubieten. Das ergibt auch für mich gar keinen Sinn. Warum sind nicht einfach alle Game Packages im selben Maße rabattiert? Das haben sie früher mal gemacht, das fand ich deutlich besser. Denn sind wir ehrlich, eine Nomad ist für viele Leute einfach zu teuer, trotz Rabatt. Und eine Mustang Alpha ist scheiße.
als Einsteigerschiff kannst du nicht viel mit anfangen. Das ist keine gute Idee, einem Neuling dieses Schiff zu geben, weil der steht nämlich da mit dem Mustang Alpha und stellt fest, ich kann nicht ordentlich kämpfen, ich kann nicht ordentlich damit traden, ich kann keine Kuriermission machen, weil die keinen Innenraum hat und ich kein Päckchen reinkriege. Jedenfalls ist das, glaube ich, immer noch so. Das ist halt nicht geil. Also sollten dann doch eine größere Anzahl von Game Packages rabattieren, auch auf jeden Fall immer die Aurora MR, auch wenn die auch nicht super geil ist, aber mit der kannst du wenigstens fast alles im Spiel machen und stehst dann nicht da und denkst dir, ha, ich habe eine Kuriermission und ich habe ein Paket, aber ich kriege es nicht in mein Schiff rein. Das ist halt scheiße, ne? Das verwirrt dann auch wieder neue Leute und das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Auf der einen Seite haben die, die sich mit dem Spiel beschäftigen und sich gut auskennen in Star Citizen, kaum Freude an der Expo, weil sie das schon 4 Jahre lang kennen. Und sie haben wenn dann überhaupt Freude an der Website durch die Warbond-Ketten, die sie nicht verstehen teilweise. Und die Leute, die neu ins Spiel reinkommen, die haben Freude an der Messe, das ist okay, weil die kennen das ja noch nicht. Auf der Website kennen sie sich überhaupt nicht aus und kaufen sich dann ein Game-Package mit dem Schiff drin, was sie eigentlich kaum gebrauchen können. Das ist so ein bisschen komisch. Also auch da sollten sie generell in dieses ganze System ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Ich habe vor 2 Jahren mal gesagt, ich fände es viel, viel besser, wenn man es ganz anders löst mit den Game-Packages, nämlich, dass man einfach ein Spielpaket anbietet, ohne Schiff, unter dem Einkaufswagen dem Spieler Schiffe vorschlägt, die er sich reinpacken kann. Ne? Also, dass ich nicht mehr unterscheide zwischen Aurora MR Game Package, Mustang Alpha Game Package und dies und das und jenes, sondern einfach nur Star Citizen das Game Package für, was weiß ich, was kostet das dann? 20 Euro? Ja? Und dann kannst du dir reinpacken, welches Schiff du willst. So, da kannst du aussuchen aus einer langen Liste bis wohin du willst. Oder sie machen eine, weiß nicht, 10 Schiffe oder so zur Auswahl und fertig. Das wäre doch viel, viel angenehmer für alle. Dann könnte man nämlich einfach, ja, auch bessere Hinweise geben. Denn ansonsten komme ich ja wieder in die Bredouille und auch andere. Dann müssen wir uns hinstellen und den neuen Leuten quasi erklären, pass auf, du musst das Mustang Alpha Package kaufen, weil das ist rabattiert. Und dann musst du dann die Mustang Alpha übers Upgrade-Tool auf, was weiß ich, zum Beispiel Avenger Titan upgraden. Oder so. Das ist ja eigentlich blöd. Es wäre viel besser, wenn ich sage, kauf dein Game Package und dann suchst du das Schiff Mustang Alpha raus. Bums. So, und das Game Package ist dann rabattiert, kostet dann halt während der IAE nicht 20 Euro, sondern nur 15. Bums. Wäre für CRG auch finanziell das gleiche Ergebnis. Wäre halt nur transparenter. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Gut. Aber ansonsten, die Website hat ihre Sachen gemacht. Das ist immer so das Highlight, glaube ich, für die meisten, was da dann abgeht. Und auch das Interessanteste natürlich, jedenfalls für die, die sich schon gut auskennen. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Bis auf die Sachen, die ich genannt habe, kann das auch gerne so bleiben. Also das ist jedenfalls so mein persönliches Feedback. Ihr könnt ja eure Sicht, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es anders seht oder da noch eine bessere Idee habt, schreibt es einfach mal rein. Vielleicht liest CRG ja mit oder hört auch das oder schaut das Video auch. Dann schöne Grüße und lasst doch mal ein bisschen drüber reden, was man da verbessern kann in Zukunft, bei zukünftigen Events. Und das führt mich eben jetzt zu so einem Rundumschlag. Es sollte generell so sein, dass diese Messe weiter stattfindet. Ich finde das richtig, ich finde das wichtig, dass es das gibt. Solche Ingame-Events sind immer super nice. Nächstes Jahr wahrscheinlich dann in Pyro. Sie haben ja darauf hingewiesen, gerade ganz zum Schluss. Diese Videos, die dazu gemacht wurden, naja gut, sie haben dieses Jahr eine etwas andere Strategie gefahren. Normalerweise hatten wir immer jeden Tag ein Video zu dem Hersteller. Das war aber letztes Jahr auch nicht so geil, weil, naja, teilweise waren die echt lahm. Dieses Jahr war es wesentlich besser. Da gab es halt insgesamt nur 4 Videos für alle. Aber die hatten so eine kleine Geschichte erzählt. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Also das können sie gerne so weiter behalten, hat mir gut gefallen. Wobei, sie können auch gerne weiterhin jeden Tag ein Video machen. Das ist auch in Ordnung gewesen, aber es muss halt irgendwie miteinander harmonieren, es muss irgendwie cool sein und was und auch was zeigen. Aber es ist in dieses Jahr auf jeden Fall mit den Videos gut gelungen. Und das Ganze drumherum, alles was dazu gehört, ist halt einfach eine schöne Sache, ein schönes Event, wo man auch was zu tun hat, wo man was zeigen kann und vor allem eben sich die Schiffe im Spiel ausleihen kann. Was dieses Jahr auch wesentlich besser war, denn man durfte sich die Best-in-Show-Raumschiffe diesmal leihen mit den Skins, das ging letztes Jahr nicht. Und so schön das war, so furchtbar hässlich waren die Skins. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal das Blau, was echt Geschmackssache ist. Da kann jeder seine Meinung dazu haben. Sondern ich meine damit vielmehr, dass der Skin halt an sich nichts Besonderes ist. Da fehlt das Logo drauf, da sind keine coolen Farben mit dabei. Es kann ja blau sein, aber dann halt nicht nur blau und grau und schwarz. Das ist mega langweilig.
Ja, und du kommst halt auf dieses Messegelände, am besten Showtag, mit diesen tollen gold-, orangen-, weißen Fähnchen. Und dann stehen dort da vier blaue Schiffe. Und, naja, gut. Das kann man best in Show nennen. Ich würde sagen, das ist ein Standard-Skin, der einfach hingerotzt ist. Sorry. Muss ich so deutlich sagen, für mich waren das keine tollen Skins, unabhängig, wie gesagt, von der Farbe. Es war einfach nichts Besonderes. Es sollte aber was Besonderes sein, wenn man nämlich ein paar Monate vorher diesen über Wochen gehenden Ship-Showdown abhält und die Community da mitmacht und votet und dies und das, dann sollte da ein bisschen mehr rauskommen als ein normaler Standard-Skin in irgendeiner Farbe X. Ne? Zum Beispiel wie letztes Jahr, die Skins mit Weiß, Gold, die waren wesentlich besser. Und das nicht wegen der Farben, sondern einfach wegen der Aufmachung. Die hatten mehr Detail, die waren schöner designt, das war einfach cooler. Das war ein richtiger Best-in-Show-Skin dieses Jahr. Wie gesagt, da kenne ich normale Skins, die sehen besser aus als die. Ja, und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dem Event insgesamt gebe ich so eine 3 plus vielleicht mit Schulnoten. Ihr wisst, ich mag das nicht mit Schulnoten, aber das ist so ungefähr meine Richtung. Eine 3, so mittelmäßig. Es war halt so, wie es mehr oder weniger immer war. Sie haben ein paar Sachen verbessert, sie haben vieles halt nicht verbessert, sie haben vieles so gelassen, was aber vorher schon schlecht war. Ich hoffe, dass die nächste Messe dann tatsächlich in Pyro stattfindet und dass sich da was Tolleres einfallen lassen, das ein bisschen netter zu machen und das Ganze vielleicht auch mal wirklich mit Gameplay zu verbinden, also Quests zur IAE oder irgendwelche Ingame-Events, die halt neben der Messe laufen, irgendwelche Price-Alerts kann man ja machen oder was weiß ich, da müssen sie sich halt was überlegen. Ich weiß, ich bin mir sogar recht sicher, dass ich ziemlich genau dasselbe auch schon letztes Jahr gesagt habe, da bin ich mir ziemlich sicher. Könnt ihr nochmal reingucken ins Feedback-Video von 2020. Aber was soll ich sagen? Also, ne, ich versuche immer das zu loben, was mir gut gefällt und das zu kritisieren, was mir nicht gut gefällt. Und jeder soll seine Meinung haben. Ihr schreibt am besten eure mal in die Kommentare und schätzt mal selber ein, ob ihr das Event gut fandet oder ob ihr es nicht so gut fandet und was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Und vielleicht kann sich CRG dann an diesem Feedback auch irgendwie orientieren. Müssen sie natürlich nicht, das ist ja nur meine Sicht, die ich hier mitteile. Aber ich habe natürlich auch versucht, euer Feedback immer so ein bisschen, was ich so aufgeschnappt habe, mit aufzunehmen. Und ich denke, da sind wir uns in den meisten Punkten doch relativ einig. So, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Feedback-Videos angekommen. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören und wir sehen uns dann heute Abend um 19 Uhr zum Roadmap-Update Stream auf Twitch. Link ist unten im angepinnten Kommentar. Ich bin sehr gespannt, denn das ist vermutlich das letzte Roadmap-Update vor dem PTU-Release der Alpha 3.16. Die sollte ja eigentlich jetzt dann auch in den nächsten, also 1 bis 2 Wochen auf dem PTU kommen, denn Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und das Roadmap ist ja nur noch alle 2 Wochen, deswegen, naja, das nächste wäre dann wirklich erst in Mitte Dezember. Mal gucken. Bin gespannt, was sie draufschreiben. Vielleicht was zum Thema Quantum, vielleicht noch was anderes zum Thema neue Schiffe, denn es fehlen ja immer noch Schiffe auf der 3.16. Da ist noch gar kein Raumschiff drauf. Bin ich mal gespannt. Wir schauen es uns nachher an. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for the sun go down on the road.